Meine sehr verehrten Damen und Herren, Madame de Monsieur, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, Undertaker Gaming Channel, herzliches Beileid, grüß Gott. So, meine lieben Freunde, es geht mal hier wieder weiter mit Layers of Fear. Ja, dann klicken wir auch hier auf Weiter und lassen mal das Bild laden, welches wir bereits bisher zusammengebracht haben, und lasst uns auch einen Blick in unser Tagebuch hineinwerfen, denn beim letzten Run, also im letzten Let's Play, habe ich hier ein Schreiben gefunden, das wir scheinbar noch nicht gelesen haben. Das hier war's. Bla 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 bla. Amen. Genau, das hier war's. Und das ist jetzt auch in unserem quasi Album herinnern, in unserem Poesiealbum, wie ich es immer nenne. So, wir haben gesagt, wir machen hier as fast as possible einen zweiten Run. Einfach nur, weil wir es können. Und wir wollen sehen, ob das Bild, das wir dann malen, eins ist, das brauchbar ist. Das ist ja eigentlich der ganze Grund, warum wir hier einen zweiten Run machen. Ja, deswegen machen wir den auch as fast as possible. Ich kann mich natürlich nicht an jede Szene und an jeden kleinen... Fucking mutt won't shut up! Hey! I can do that too! See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Okay, also er stellt den Hund und sagt zum Hund quasi, mein lieber Freund, lass das sein. Schau, ich kann das auch, und bellt ihm eines vor. Und dann fragt er ihm, aber sag mir eines, mein lieber Freund, kannst du malen? Nein? Na schön, ich auch nicht. So. Was haben wir hier? Sorry, I've written a while, I've been bla 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 bla. So, und das ist jetzt dann diese Szene, mache ich nicht. Wo er dann im Prinzip schon Informationen oder so Feedbacks auf die Briefe schreibt, die aber die Person niemals sieht. So, irgendwer hat irgendwo irgendwas verschoben. So, machen wir mal hier einen klassischen F12. Wir brauchen ja ein Startbildchen auch. Oh nein! Sie verfolgen uns schon wieder. So, ich glaube, wir liegen am Boden. Immer wieder erfrischend, wenn man quasi wieder hochkrabbelt. So, schauen wir mal, da ist immer noch der Beißkorb drin. Dann machen wir hier einen Verschwindebus, würde ich vorschlagen. Ihr seht, die Location hat sich etwas geändert. So. Das war jetzt fix eine Ratte. Hier ist sie gelaufen.
Wir spielen hier auf der Mäuseorgel. Oh fucky, komme ich da nicht hinter? Ich würde so gern sehen, was da drauf ist auf der Leinwand. Das könnt ihr mir echt glauben, Leute. Und ich kann nicht mal hier mit Q irgendwie den Kopf so rüberwenden. Wahrscheinlich ist ja eine nackte Frau drauf. Deswegen steht das so nach hinten. So, haben wir hier eine Türe? Ja, aber dieser Weg ist versperrt. Er wurde von denen angelegt, die tot sind. Der Weg ist versperrt. So, dann nehmen wir diese Tür. Irgendeine Tür findet man immer. Und wir sind eingesperrt. Nein. Wir sind genau in der Location, wo Blut von der Decke tropft. Und Gott sei Dank haben wir das hinter uns und Gott sei Dank kann ich die Tür nicht mehr öffnen, weil das ist sicherlich eine Sache, die in der Bibel auch steht, dass Blut irgendwo her tropft, rinnt oder was weiß ich und biegt sich sicher gleich wieder einer auf die Straße. So, mit den Worten, ich hab's euch doch gesagt. So, was haben wir hier? Bla bla bla, holt es in New Hall. Okay, gut, haben wir schon. Es gibt hier auch einen, Hey there, Princess. What? Oh, this is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that! Oh God, I'm so... Wait, I'm sorry. I'm sorry. Es soll auch einen Erfolg, wollte ich eigentlich sagen, geben, wo wir die Gedanken von unserem Spielcharakter eben hören können. So. Genau, jetzt haben wir so einen verfickten Bohrer wieder mal in der Hand und ich hoffe, ich entscheide mich der mal richtig, because... Was mache ich mit diesem verfickten Bohrer? Ich habe keine Ahnung. Das letzte Mal war er einfach weg, habe ich ihn... einfach verschießen. Und das soll ja nicht nochmal passieren, ne? So, was haben wir hier drin? One, two, einen ganz normalen Wandschrank. Und hier? Okay. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir den Bohrer hier benutzen müssen, dürfen, sollen. Dass wir irgendwas aufbohren. Sehr witzig, ne? Hier einen Korken rausbohren. Ha, 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 ha. Undertaker, danke. Wirklich. Gib die Maus am besten ab. So, na. Ich habe fast die Befürchtung, wir verscheißen es wieder. So wie wir es schon mal verschießen haben. Also ich finde hier nichts... so auf die Gare, was ich irgendwo, irgendwie, aus irgendwelchem Grund an- oder aufbohren sollte. Hier auch nicht. Okay, das heißt, wir verlassen jetzt an die Location. Haben den Bohrer trotzdem noch. Oh fuck. Oh Mann, und jetzt ist der Bohrer weg, ne? Jetzt ist der Handbohrer weg. Ja, genau. So.
den hat sie uns jetzt abgenommen, weil sie wird wahrscheinlich wissen, was damit macht, ja. So, okay, ich bin dran. Warum drehe ich mich auch um? Warum drehe ich mich auch um? Ist das super? Wenn eh schon hier so arge paranormale Aktivitäten sind. Wahrscheinlich hätte ich den Bohrer hier superb gebraucht. So. Das finde ich so genial, dass sie wer schreit, wenn wir in der Kette sind. Ich bin jetzt an schwer am Überlegen, wie dieser Film heißt. Wie heißt der Film? Da hat es einige Scary Movie. So, genau. Da hat es einige Teile gegeben, Scary Movie. Und ich glaube, der erste oder der zweite, ich bin mir jetzt echt nicht sicher, wo sie quasi in dieses Schloss eingeladen wird und sie geht dann hin zu der Tür, wo dieser Klopf Schlögel sind die Hoden von einem angenagelten Klopfer. Ja, also ist ein Mann quasi angenagelt mit breiten Beinen, wo die Hoden so runterhängen und das ist quasi der Klopfer. Mit dem klopft man dann so tak, tak, tak. Und wenn man das macht, schreit einer hinten. Also drinnen, das ist so genial. So, okay, ich sehe schon, euch ist das aber Schnurz und die kleine Anekdote, was euch Undertaker erzählt hat, ist euch noch viel Schnurzer. Hauptsache es geht weiter. Und so soll es ja auch sein. Wir machen in etwa eine halbe Stunde Part. Schau jetzt nicht jede Sekunde auf die Uhr, aber so über den Daumen wird es wohl dorthin kommen. Und ich hoffe, wir haben die letzten zwei Teile. Flugs erledigt. So, gehen wir da rein. Zack! Das ist das Zimmer, wo Habakuk verkehrt rum aufgehangen wurde. Schaut verkehrt rum aus, bin ich der Meinung. So, aber das war's noch nicht. Irgendwas, glaube ich, haben wir hier zum Erledigen. Oder sie werden uns gleich sowas von durch. Okay, nochmal Licht. Okay, nochmal Licht geht nicht. Ja, dann hauen wir uns wieder vom Acker. Wenn es hier nichts gibt, nur ein Schluchzen, sind wir schon wieder weg. Wenn wir den Weg rausfinden, meine ich. Da haben wir auch nichts zum Abgreifen. Nothing. Oh no! So, geschlossen. Hebel runter und gib ihm. Also runter. Nach rechts für rauf. So, okay. Aufzug stecken geblieben, kann ja mal passieren, ne? Aber Leute, ich schwöre es. Schritte
Oh Gott. So, Herzfrequenz etwas gesteigert. Mein Puls ist aber okay. Also ich bin's nicht. Nur weil hier Madame quasi so, da kommt der Aufzug runter. Nur weil Madame hier durchs Fenster schaut, heißt das für mich nicht, dass ich da nervös wäre. So. Das kann man nicht bewegen. Das kann man auch nicht bewegen. Also wenn, dann hier. Ich bewege es mal so weit. Weil das letzte Mal habe ich das einfach durchgezogen. Also wie sich das wieder anhört, durchgezogen. Aber es bleibt mir nichts über. Ich muss es diesmal auch durchziehen. So, und jetzt kommt dieser verfickte Aufzug wieder runter. So, jetzt kann ich das hier nicht. Das hier auch nicht. Das auch nicht, aber das hier wird gehen. Und ich habe keine Ahnung, was das in Wirklichkeit zu bedeuten hat. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine kassiert, dass die Hälfte genug wäre. Ja, aber da auch nichts. Weißt du, ich suche eigentlich noch Rattenbilder, ich sag's euch nur. Aber meine spärlichen Fans werden ja das wohl wissen. Ja, komm, verpissen wir uns hier. Ich glaube nämlich nicht, dass wir da was finden. Weil diese Location, die haben wir schon beim letzten Mal total abgegriffen. So. Next step. Boys and girls. Irgendwas bewegt sich. Auf. Hickory Dickory Dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. The cord ran down. Hickory Dickory Dock. Heidi Bumbeidel Bum Bum. Bumbeidel steht da. Bumbeidel. Wer hat das übersetzt? Das heißt Heidi Bumbeidel Bum Bum. Bumbeidel. Bitte, also, ich meine, hallo? Wie kann man da Bumbeidel schreiben? Ich habe beim ersten Mal, ich habe mich verlesen oder was, ja? Da habe ich mir gedacht, was ist mit denen? Da habe ich es dann doch in Englisch lieber. So, okay, Leute, ich schaue da einfach nur mal so rein, weil ich sonst nichts Intelligenteres weiß. Und bin dann schon wiederum am Verschwindebus. So, ab in den Gang. Und irgendwo weint ein Mädchen. Da kommen wir, glaube ich, jetzt dann. Kommen wir da rein? Da kommen wir rein. Paranormale Aktivitäten. Alter, wir werden gleich wieder sowas von umkippen. Machen wir die Tür zu. Zu. Ja. Okay, wir kippen doch nicht um. So, aber das ist die ewig verschlossene Tür und die steht uns jetzt sperrangelweit offen. Oh Gott, und wenn ich da reingehe, kippe ich Fixi Foxi um. Screeny.
Jetzt habe ich geglaubt, wir haben einen Erfolg freigeschalten. Ich falle ja jedes Mal wieder drauf rein, wirklich. Es ist so wie ein Honeypot-System. Wenn einer drauf reinfällt, dann ist es euer Undertaker. So, obwohl bei Honeypot-System, I'm so sorry, mit solchen Sachen habe ich relativ wenig am Hut. Bis gar nichts eigentlich. So, aber sagen wir es mal ehrlich, sind da nicht alle der Meinung? Verzeihung. So, na dann machen wir hier einen Verschwindibus. Oh meine Güte, hier alles vollgesaut, aber wie? So, willkommen im größten Rätsel meiner Meinung nach in diesem kompletten Game. Und zwar geht es darum, dass ihr hinten, Habakuk, einen Zettel hält, wo normalerweise eine Nummer draufsteht, ja. Die Nummer habe ich mal notiert und meine Frau hat den Zettel weggeschmissen. Nein, okay, sie hat einen anderen draufgelegt, ja. Kann auch sein. So. Und wir gehen jetzt dann her. Es geht darum, dass wir das Telefon finden müssen. Ja, wo ist denn das Telefon? Ist das in dieser Schublade? Oder in der hier? Oh no. So. Oder in dieser. Oder in jener. Eine Ratte war da drin. War, wohlgemerkt. So, und da haben wir jetzt dann die Nummer. Die ist auf einmal da. 363. Ich kontrolliere mal. Stimmt. 363. Habe ich mal notiert. So, dann haben wir hier was zum Saufen unten. Und hier was zum Rauchen. Also, für sowas ist immer gesorgt in dem Spiel. Und hier ist dieses magische Buch, I Love It So Much. Das ziehen wir jetzt raus und siehe da. Die Tür öffnet sich, ohne dass einer sagt: Sesam, öffne dich. Es ist so genial. So. So, warum redest du nicht mit mir? Sprich doch mit mir und so weiter und so fort. Für all jene, die sich fragen, was das eigentlich ist, das hier ist ein Telefon, ein sogenannter Wählscheibenautomat. Im Prinzip einer der Großväter von den Telefonen, die ihr in der Hand habt. So, und wie ging es denn da jetzt weiter? Jetzt haben wir hier ein Telefon gehört. Boots! Voll mit die Vorderzähne auf den schönen Parkett. Bist du Tepper? Das hat fix wehgetan jetzt hier. So. Genau, die Location tut sich auf und wir haben hier auf einmal eine Tür. Wie durch Geisterhand. Dann den Gang entlang, 24 Minuten schon. Gemma, Gemma, wir müssen da bis hier jetzt Gas geben. Hier die Tür aufmachen, komm. So, und dann gehen wir hier nach vor. Zack, und siehst du, weg ist die Tür. Dann gehen wir hier nach vor. La 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 la. Dam da da dam da dam da dam. Du hast es versprochen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir wieder etwas quasi wählen. Dann müssen wir warten, bis der Kasten runterfällt. Ja, putz! Dann schauen wir runter. Und da unten steht eine Nummer 853. Auch diese Nummer habe ich mir gestern notiert. 853. So. 853. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber mir wäre der Wählscheibenautomat. Oh, lieber. 853.
So. This solves nothing. It never has. It never will. Das löst nichts. Hat es nie, wird es nie. Zack. Telefon kaputt. Und jetzt wird es noch einmal spannend, weil wir brauchen jetzt dann hier einen Hinweis. Seit vis-à-vis 354. Das ist quasi die nächste Rufnummer. Durch. Oh! Durch diesen Haberer, der quasi rüberschaut. So. 3, 5, 4. Ja und? Oh mein Gott. Und damit das und genau das nicht passiert, gibt es jetzt so viele Leute mit dieser Wischendes in der Hand. So. Jetzt hat der Typ das hier abgerissen. You deserve this. All of it. All of it. All of it. Und zack, paranormale Flüssigkeit fließt aus dem Telefon. Ekel überkommt uns. So, da, da. Und wir sehen, alles nur ein Schmäh, es war alles gar nicht wahr. Hier gibt es keine Türe hinter den Wandschrank. Allerdings auch kein Ausgang. Wir brauchen einen Schlüssel. Na ja, dann schauen wir, ob wir den Schlüssel irgendwo daherzahlen jetzt dann. Vielleicht bei den Orden? Nein, kein Schlüssel. Hier nicht. Und hier auch nicht, so ein Sheet. Hier ist nämlich auch keiner. Und hier unten auch nicht. Meine Güte, wo ist dieser I needed something to add. Wir brauchen keinen Schlüssel. Final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Okay, Leute, natürlich. Wir haben noch ein quasi Utensil benötigt. Und jetzt geht die Tür auf und jetzt können wir da rein. Und zack und bumm. Und das vorletzte Kastel ist quasi offen und unser Weihnachtskalender ist schon fast fertig. I love it so much. So, aufgesprungen. Ohne dass wir was dazu beitun. Und hier müssen wir noch rein. Und das machen wir im nächsten Part. Und ich hoffe, dass es sich in der halben Stunde ausgeht, dass wir dann sehen, ob hier sich etwas verändert, ob wir quasi das Gemälde super fertigstellen haben können. Ich sage danke fürs Zusehen, Leute, und tschüss! Hört zu, ihr versteht das alles falsch! Es ist wirklich nicht nötig, dass ihr mir folgt! Es ist völlig unnötig, einem Menschen zu folgen, den ihr nicht mal kennt. Ihr müsst nur an euch selbst denken. Ihr seid doch alle Individuen. Ja, ihr seid alle Individuen. Und ihr seid alle völlig verschieden. Ja, ihr seid alle völlig verschieden. Ich nicht.